Ich sehe, dass du schuldig bist, Duras. Ich weiß, du hast was zu verbergen. Und wenn ich rausfinde, was es ist, werde ich dir mein Messer, werde ich dir mein Schwert in den Rücken rammen und dich hinrichten. Ich werde nicht sterben. Und wenn du mich nochmal bedrohst, hau ich dir rüber runter. So, servus Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung. Und willkommen zurück zu Elex, wo wir jetzt mal eben flugs schnell diese neue Queste ausrichten, auswählen. War doch Licht und Dunkeln, oder nicht? Wo ist denn das? Heimreise. Bertram möchte. Hä? Achso, abgeschlossen. Ach, wieso ist er denn da? So, Licht ins Dunkel. Wie gesagt, woher weißt du Ras das alles? Ich bin mir nicht sicher, also irgendwie so gar nicht mehr, ob ich ihm überhaupt irgendwie vertrauen kann. Aber wir gehen mal zum großen Aufzug und dann schauen wir mal, was dann da rumliegt. Und wie gesagt, er sagte, wir sollen die Kiste nicht öffnen. Das könnte unseren Tod bedeuten. Und das klang echt ein bisschen hart wie eine Drohung. Du redest einfach zu viel. Das klang sehr schwer nach Drohung. So, ist hier irgendwas gerespawnt? Nee, ne? Ich hoffe ja immer noch die Setzerbrote respawnen, damit wir die einsammeln können. So, und er sucht immer noch einen Ray. Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Ja, ich habe immer noch keinen Ray gefunden. Aber Mason, Mason sucht Ray. So, irgendwo hier. Ja, leck mich fett. Einprägsame Region. Woher wusste du Ras das? Das kann, also ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Eine versteckte Schatulle. Kann ich die öffnen? Ich frage für einen Freund. Benutzen. Ein zerstörter Setzling. Der ehemalige Besitzer wusste wohl nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist die Quest jetzt abgebrochen oder abgeschlossen? Indizienbeweise? Licht ins Dunkel. Duras will, dass ich nachsehe, was Barin an seinem Lieblingsort versteckt haben könnte. Einen toten Setzling gefunden, der falsch gepflegt wurde. Dabei ist er offenbar eingegangen. Ich leg mal kurz einen richtigen Speicherstand an. Warte. Nein, Mann. Knarf. So. Speichern. Einfach nur mal wegen der Sicherheit. Und dann flattern wir mal schnell zurück. Woher wusste du Ras das? Woher wusste er das? Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling.
Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Deine Tat ist nachvollziehbar. Bitte was? Bitte was? Willst du mich verarschen? Alter, der macht eine Prüfung zum Krieger. Ich meine, ja, okay, er ist ganz nett, soweit, aber seine Tat ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Weil er macht eine Prüfung vom Setzer zum Krieger, was ja okay ist. Aber er kann ja nicht mal lesen. Und das war die Grundvoraussetzung. Das heißt, er wurde schon mal zur Prüfung zugelassen, wie auch immer. Das heißt, da hat er ja schon geschummelt. Er ist vielleicht ein guter Krieger, aber er kann halt nicht lesen. Und er hat, um die Prüfung zu bestehen, hat er jemand anderes getötet. Alter, boah, ich weiß es nicht. Eigentlich, wir müssen ihm voll ans Bein pissen jetzt. Aber richtig hart. Ganz ehrlich, wenn er verbannt wird, er wird wahrscheinlich überleben. Wenn er hingerichtet wird, er nicht. Boah, ich weiß es nicht. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon? Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Askor hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen.
Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Okay. Gut, jetzt haben wir nochmal 1000 Punkte abgegriffen, nebenbei. Jetzt ist nur die Frage, wie werden wir verfahren? Das Urteil. Das sind die abgeschlossenen Quests. Hier. Duras hat den Berserker Asko ermordet. Ich muss nun entscheiden, welches Urteil über Duras verhängt wird. Das ist die Frage. Entweder wir sagen ihm, der Mörder ist ab. Ich kann, ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht akzeptabel. Gut, man muss es natürlich so sehen, ne? Wenn er nicht zum Krieger geworden wäre, dann wären wir vorzugsweise tot. Das steht außer Frage. Also er hätte uns nicht gefunden. Beziehungsweise wir hätten ihn nicht gefunden. Eventuell wären wir auch so klar gekommen. Aber das ist halt die Frage. Mord ist Mord. Und das war vielleicht aus dem Affekt gehandelt, aber trotzdem nicht akzeptabel. Ich meine, was diskutiere ich eigentlich? Er hat jemanden getötet. Und zwar völlig ohne irgendwelche Schuldgefühle. Einfach nur, damit er diese Prüfung besteht. Und das ist einfach nur, ja, könnte fast schon sagen, aus purem Neid. Also er hat seinen Setzling versaut, weil er nicht lesen kann. Und hätte damit die Prüfung nicht bestanden. Stattdessen, um das als, anstatt das zu akzeptieren und vielleicht lesen zu lernen, fürs nächste Mal oder vielleicht vorher lesen lernen. Ich meine, so schwer kann das nicht sein. Da wird irgendjemand, wird da sicherlich irgendjemand das Lesen beibringen, oder? Hätte er zu Asgore gehen können und sagen können, du, Kasov, kannst du mir das Lesen beibringen? Oder irgendwo muss Asgore ja auch Lesen gelernt haben. So, und dann lässt er sich das Lesen beibringen und macht die Prüfung nochmal. Oder, wenn es kein zweites Mal gibt, dann hätte er vorher drüber nachdenken müssen und einfach vorher lesen lernen, um dann die Prüfung zu machen. Dann hätte er es wahrscheinlich geschafft, ohne jemanden zu töten, ohne dessen Setzling zu stehlen und ohne seinen Setzling zu zerstören. Also für mich steht fest, was wir tun. Ganz eindeutig. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Für mich steht ganz klar fest, was wir jetzt tun werden. Muss das so aussehen? Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir über den Mörder von Asgore erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder. Was? Was redest du da für einen Unsinn? Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Asgore ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da!
Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ja, immer schön die Leute ausbeuten. Okay, wir sind sehr durchwachsen unterwegs. Aber ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja, denke ich auch. Wir treffen für uns die richtigen Entscheidungen und nicht für andere. Solche Kerle kann ich nicht leiden. Ja, Schnauze. Ja, Freunde, tut mir leid. Eigentlich nicht, weil, wie gesagt, wir haben jetzt drüber geredet, was wir mit Duras anstellen. Und wie gesagt, er hätte vor der Prüfung, er hätte lesen lernen können. Jemand hätte ihm das mit Sicherheit beibringen können hier, weil hier können ja Leute anscheinend ganz offensichtlich lesen. Also wäre das wahrscheinlich nicht das Problem. Und dann hätte er vorher drüber nachdenken können, anstatt einfach, sag ich mal, wohlwollend und guten Gewissens mit, rein theoretisch ist er ja mit sehenden Auges ins offene Messer gelaufen. Weil er halt wusste, er kann die Prüfung gar nicht bestehen, wenn er nicht lesen kann. Das kann nicht funktionieren und das wusste er vorher. Er hätte vorher lesen lernen können. Es gibt sogar Nachtwachen. Er hätte vorher lesen lernen können, er hat es nicht getan, er wurde erwischt, dann hat er getötet. Absolut inakzeptabel. Das sage ich auch immer. Tut mir leid für ihn, aber eigentlich auch nicht, weil er ist selber schuld. Ist einfach Fakt. So, wir pennen mal bis morgens. Dann suchen wir mal die Apothekerin auf. Und zu Angriff müssen wir auch noch. Und dann müssen wir auch noch Dinge lernen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was wir haben. Glaube ich, 2 Lernpunkte, wenn ich mich nicht täusche. Und dann müssen wir mal ganz schnell gucken, was wir lernen wollen. Das hier. Bei der Tavernenlady. Und was noch? Hacken vielleicht, ne? Hacken wäre, glaube ich, gut. Oder haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier lernen können? Nee, ne? Hier haben wir nur dieses Attribute-Ding. Klauen, Waffe aufrüsten würde auch noch gehen. Ermöglicht dir an einer Werkbank Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Das könnten wir eigentlich auch lernen. Waffe aufrüsten oder hacken. Gut, der Esser wäre auch mal gut und diese Resistenzen müssen wir eigentlich auch mal lernen. Ansonsten ist hier nicht viel. Fernkampf, Angriffsstärke war ja, glaube ich, auch gut, ne? Kampflehrer. Uiuiuiui, was wollen wir denn lernen? Erhöht die Wucht deiner Also hier steht ja nur, erhöht die Wucht meiner Schläge, aber nicht den Schaden, ne? Paradestärke lässt sich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Sehe ich keinen Sinn drin. Noch zumindest nicht. Oder Fernkampf. Könnten wir auch mit Schusswaffen. Aber dafür nutzen wir die noch zu wenig. Also würde ich sagen, machen wir mal vielleicht Waffen aufrüsten. Chemie geht noch nicht. Dafür sind wir noch zu blöd. Also Waffen aufrüsten und Attributspunkte. Also zum Handwerkslehrer und zu einer anderen Tussi. Jetzt muss ich mal gucken. Cormac,
Aber hier, ne? Na, geh da rauf. Nein, nein. Oh Gott, fick dich doch. Genau, ihr wart Kampflehrer. Hier, Alrik. Zu Alrik müssten wir hin. Und zu Angrim müssen wir auch noch. Und Angrim war da drüben. Hat er noch was zu vermelden irgendwie? Nee, ne? Nee. Und ja, das mit den Maschinenteilen hat nicht geklappt. Dafür haben wir ja jemand anderes geholfen. Da leuchtet jemand grün. Wer ist das? Ach so, das ist er. So, und einmal zu Angrim. Moin. Obwohl, nee, warte. Das war dämlich. Wir müssen erstmal zu der Heilungstussi. Erstmal gucken, was die dazu zu sagen hat. Und dann müssen wir gucken. Weil wenn wir Angrim jetzt, glaube ich, erzählen, dass Stormson abgehauen ist und wahrscheinlich Berserker getötet hat, was aber sehr unwahrscheinlich ist, nicht, dass wir hier einen Krieg provozieren oder so ein Scheiß. Wer bist du denn? Achso, nur ein Krieger. So, da hinten war die Heilungstussi irgendwo. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten fiktiven Geschichte namens Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Wie soll das alles nur enden? Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Die Geschichte ist leicht abgewandelt. Übrigens hieß der David und das war, glaube ich, nicht Duke, sondern hier. Man muss nicht mit jedem Misthaus gehen. Kenn die Geschichte nicht. Hier, Akira. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Toll. Dachte jetzt, der können wir das erzählen. Wir haben aber, glaube ich, sonst keinen weiteren Hinweis, ne? Erstmal, ich gehe mal zu Angrim und sag dem das mal. Werde ihm das mal brühwarm auftischen. Hier rennt noch eine Nachtwache rum, auch schön. Und dann müssen wir nochmal zum Schlund auf jeden Fall. Und da mal gucken. Wegen Captain Hayopai, dem wir mit den Maschinenteilen mehr oder minder geholfen haben. Stormson lebt noch. Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssten längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten Sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Er ist verantwortlich für Ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Ich werde ihn finden und töten. Such dir jemand anderes für deine Drecksarbeit? Wenn ich jetzt sage, ich finde und töte ihn, muss ich ihn dann töten? Ich will ihn nicht töten. Ich meine, er ist ein bisschen dämlich, der Idiot. Das war von vornherein klar, ne? Aber er ist ja nicht für den Tod verantwortlich. Ich werde ihn finden und töten. Gut, aber sei vorsichtig. Er scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Vielleicht wird er noch mehr und... Entschuldigung, ich muss nochmal neu laden. Das war dämlich. Das war genau das, was ich nicht sagen wollte. Ich mag dieses Kälte gestiegen, will ich ehrlich gesagt. Nicht? Pennt er? Neugier kann. Das wurde auch Zeit! Hallo? Kannst du mal aufstehen, du Penner? Wieso? Hä? Wieso pennt der jetzt? Was ist los mit dem? So, er hat ein Klemmbrett in der Hand. Hey! 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 Angrim. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir da mal eben. Der klingt genauso. Toll. Breitschwert Numero Uno. Boah, macht 39 Schaden, Alter. Guck mal, können wir trotzdem nicht tragen. 36. Das ist Breitschwert 1. Wir haben aktuell, glaube ich, ja, wir haben Breitschwert. Selbst das Beil hier macht mehr Damage, können wir aber auch nicht tragen. Das
Das hier macht ein mehr, eine Zwinge. Kostet 3,50, lohnt sich nicht. Metallschwinge. Alter, 75. Kriegerschwert, 39. Können wir alles nicht tragen. Traumhaft. Kriegsschild. 36. Holzschild. Ein Holzschild können wir tragen. Aber wir haben ja ein Schild. Von daher ist das egal. Kann der Penner mal aufstehen? Was ist los? Wieso pennt denn der jetzt? Was ist los mit dem Mützenklaus? Ach, jetzt hängt er hier rum. Hä? Stormson. Und ja. Wo ja. Sie haben. Ja. Was? Ja. Du. Ja. Mission: Töte Stormson. Nee, will ich nicht. Such dir jemand anderes für deine Drecksarbeit. Bist du etwa nicht Manns genug für diese Aufgabe? Du hast wohl Angst, dass du das Schicksal meiner Männer teilst. Nein. Ich sehe nur keinen Sinn in diesem Auftrag. Er hat unsere Gemeinschaft nachhaltig geschwächt. Das ist nicht hinnehmbar. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Ah, okay. Quest wird nicht abgeworfen. Er hat deine Männer nicht getötet. Sag ihm das doch mal. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Mhm. Wieso sagt ihm das keiner? Na gut, dann gehen wir jetzt mal Dinge lernen. Ich weiß nicht genau, was es bringt, Waffen aufzurüsten, aber wir können das gleich mal lernen und dann eben schnell zur Schmiede hoch teleporten. Das war mal ein sauberer Abgang. Ach genau, hier wollte ich auch noch mal hin. Mit Jora reden. Ist das her? Jora, jo. Hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Ja, es lief nicht ganz wie geplant. Jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich benötige sie. Corin ebenfalls und essen wird er sie nicht. Nun gut. Dennoch bin ich unzufrieden. Er hatte seine Chance. Und es war dein Auftrag. Aber sei es, wie es will. Ich habe zu tun. Wo ist Corin? Der sollte die Scheiße hierher bringen. Wo ist dieser Hartgeldstricher? Bist du das? Nee. Wo ist Corin? Wo ist Corin? Du bist auch nicht... Du bist Corin. Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Ach so. Ja, aber ob er dir nur die Maschinenteile bringt oder ich, wo ist der Unterschied? Ist doch scheißegal, ob du kriegst deinen Mist. Und beim nächsten Mal kannst du auch gerne selber loslaufen, du Hayopai. So, was hast du hier? Ich hab zu tun. Ach so. Ja, gut. Wenn du das so sehen willst. Wieso ist hier ein Marker drauf? Achso. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, ich such dich. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Und zwar Waffe aufrüsten, bitte. Zack. Sockel einsetzen müssten wir auch mal machen. Intelligenz. Und jetzt müssen wir zu der Tussi in dem Handelsposten. Oh, und wenn wir gerade hier sind, müssen wir auch noch Setzerbrot sammeln. Unauffälligerweise machen wir gleich, weil wir gehen jetzt mal zu der Ollen. Deren Namen ich verdrängt habe, während ich was im Auge habe. Ist nicht so gut. Wo war die denn? Hier war die, ne? Und dann beamen wir uns mal kurz hoch zur Schmiede. Bist du wichtig? Bist du? Nein. Stehen ganz schön viele Wachen rum in letzter Zeit. Persönlichkeit 4 haben wir nicht. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Und zwar das. Zack. Dankeschön.
Persönlichkeit plus 1. Lass das lieber bleiben. Ja, halt doch lieber die Fresse. Dämliche Kuh. So, pass auf. Hier brauchen wir Gerissheit und Intelligenz. Erfahrener Jäger. Komm, das ist alles so weit weg noch. So, dann brauchen wir nämlich als nächstes Goldschmied. Du kannst an einer Werkbank Ringe und Amulette herstellen. Das wäre auch mal ganz nice. Da kommen wir aber nicht hin. Dafür brauchen wir 30 Intelligenz. Und hier für 25. Intelligenz. Und für das Schild brauchten wir Konstitution. Also Intelligenz und Konstitution als nächstes. Erstmal 25 Intelligenz. Können wir nämlich das als nächstes lernen. Und wieder einmal Konstitution. Kann ein bisschen dauern, weil Konsti kostet mittlerweile ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir aber keinen Lernpunkt, den wir ausgeben können. Aber ist egal. Jetzt gucken wir einmal zur Schmiede. Was hier? Rüstschmiede, jo. Einmal schnell da hoch. Und danach gehen wir Setzerbrot sammeln. Ich will nur mal gucken, was wir jetzt so für Dinge tun können. Ich hätte gerne diesen Bauplan. So, Werkbank. Anfertigen. Sockel leer. Den können wir sockeln, Alter. Nice. Das Breitschwert. Waffen. Tränke brauen. Geht nicht. Brauchen wir Kleriker für und so eine Scheiße. Kleiner Elex-Trank. Schild ein wenig das Verlangen nach Elex. Bringt 100 XP mit. Hä? Und Elex-Trank, was heißt denn das? Ist das Zutaten oder was? Wir können keine Tränke brauen, wir haben keine Chemie. Ach, ein kleiner Elex-Trank bringt 100 Erfahrungspunkte. Ich glaube aber, das sollten wir nicht trinken, oder? Gesundheit, Heiltrank, Mana-Trank können wir nicht machen. Wir haben doch Chemie noch gar nicht gelevelt, oder? Schmuck herstellen. 15 Flügel, Ring der Geschicklichkeit. Ja, leck mich fett, Junge. Hier fehlt aber Goldschmied. Rezept, blauer Stein, gelber Stein, roter Stein, weißer Stein. Munition haben wir nix. Fernkampf. Hä, kann ich die Waffen jetzt herstellen oder was? Was bringt es? Eisenfaustschild. Was? Hä? Was mache ich damit? Warte mal, ich speichere mal und probiere das mal aus. Ich blick da gerade noch nicht so ganz durch. Ah, okay. Waffe steigern, Waffe modifizieren. Waffe ausschlachten. Das geht nicht, das geht nicht. Und Waffe steigern geht auch nicht. Was hiermit? Hier, oh, den könnten wir steigern. Kostet Goldbrocken und reines Elex. Macht dann mal 64 Schaden. Moment. Brauchen wir 2x55, um das zu tragen. Und hier 43. Also, wenn wir das steigern, dann kostet das auch nochmal. Dann brauchen wir auch nochmal mehr Stärke und Geschicklichkeit. Na, das ist ja ein Traum. Aber dafür wird es ordentlich gesteigert, ne? Das hier können wir nicht steigern. Oh, das können wir auch steigern. Können wir aber nicht tragen. Wären aber 39 Schaden. Von aktuellen 22. Hier brauchen wir noch Konstitution. Das können wir nicht steigern. Das Kriegerschwert. Wir haben Kriegerschwert. Ach stimmt, wir haben Kriegerschwert. Ne? Stärke und Geschicklichkeit. Darauf sollten wir auch mal gehen. Könnten wir auch sockeln, sobald wir das gelernt haben. Dafür brauchen wir aber einen Lernpunkt. Okay, hier können wir dann schon mal Dinge verrichten, aber naja. Hält sich so in Grenzen. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Naja, geh mir nicht auf den Sack. Ein Hornschwert. Das ist richtig toll. Wir können nichts von den geilen Waffen tragen, außer diese scheiß Zwinge und die lohnt sich nicht. Weil kostet Geld. Huch, ich drücke immer falsch. Rüstung, Jägerhelm.
Ah, okay. Helm oder Brille. Da behalte ich lieber sechster Sinn erstmal. Werkerhelm. Plus 0, plus 2. Bei einer Jägerrüstung kostet 800. Könnten wir aber tragen. Eine Jägerrüstung. Meine Jägerhose haben wir schon. Die Jägerrüstung, die wäre es mir, glaube ich, fast mal wert, oder? Aber wobei 800 für plus 2, naja. Wenn du mal überlegst, wir haben die Werkerrüstung, 4510, also es lohnt sich überhaupt nicht. Tut mich sorry. Ich weiß, du kaufst mir auch Dinge ab, ist mir aber egal, weil noch haben wir keine Geldnot. Wir verkaufen dann doch erst, wenn wir Geldnot haben, würde ich sagen. Und das passiert frühestens in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Elex. Und bis zur nächsten Folge, wo wir dann, würde ich mal sagen, da könnten wir über Duras richten, was wir wohl auch tun werden. Von daher bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.